بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Geschwister. إن شاء الله fangen wir an, die Fragen bezüglich dem Monat, bezüglich dem Fasten, bezüglich dem Monat Ramadans, إن شاء الله zu beantworten. Da wir sehr, sehr viele Fragen erhalten haben, sehr viele Fragen, Alhamdulillah, müssen wir die Antworten ziemlich kurz halten, beziehungsweise ich werde auf das antworten, was eben nötig ist, und werde es leider nicht schaffen, sehr detailliert auf Fragen einzugehen. Beziehungsweise es ist besser, wenn wir alle Fragen beantworten mit dem, was dem Fragesteller genügt, als wie wenn wir ein paar Fragen beantworten und dann eben am Ende vielleicht keine Zeit mehr für die restlichen Fragen haben. Deswegen habe ich jetzt hier schon einige Fragen, und inshallah werden wir versuchen, kleinere Videos zu machen, beziehungsweise in jedem Video ca. 10 Fragen zu beantworten, inshallah. Fangen wir an. Die erste Frage, die ich hier habe, ist: Assalamu alaikum, Ustad, ich blute auf der Lippe und ich spüre, wie ich etwas Blut schlucke. Ist mein Fasten nun gebrochen? Das ist die erste Frage. Bezüglich dieser Frage muss das als allererstes gesagt werden, dass der Islam und dass der Din uns nicht, also den Schak in den meisten Ahkam, in den meisten Regelungen im Fiqh, wird der Zweifel nicht anerkannt. Beziehungsweise, wenn jemand Zweifel hat, ich habe vielleicht etwas geschluckt, dann bricht das sein Fasten nicht. Aber wenn er sagt, ich spüre, dass etwas in meinen Rachen gelangt ist und ich spüre es runtergehen, beziehungsweise er hat eine dominante Vermutung, dass er etwas geschluckt hat, nach dieser dominanten Vermutung, Ghalibuddan, bricht das Fasten. Beziehungsweise wenn er davon ausgeht, eine dominante Vermutung hat, dass etwas in seinen Rachen gegangen ist, zum Beispiel hier in diesem Fall das Blut, dann bricht das Fasten. Ansonsten, wenn es nur ein Zweifel ist, beziehungsweise es ist das Blut in den Mund gekommen, er hat das Blut ausgespuckt, er hat seinen Mund ausgespült, aber irgendwie hat er ein Gefühl, es ist etwas runtergegangen, aber das ist nur ein Gefühl, es ist ein Zweifel. Es basiert nicht auf etwas, was er wirklich gespürt hat. Es basiert auf keinen Beweis, auf keine Indikation. In diesem Fall würde das Fasten bloß anhand Zweifel nicht brechen. Das ist sehr wichtig, dass man das versteht. Zur nächsten Frage. Bricht die Absicht, sein Fasten zu brechen, schon das Fasten, ohne dass man es gebrochen hat, als nur durch die feste Absicht? Der Fragesteller möchte die Frage stellen: Wenn ich faste und eine feste Absicht habe, dass ich jetzt nicht mehr faste oder dass ich das Fasten brechen möchte, ob das Fasten durch die Absicht bricht? Und die Antwort darauf ist nein. Eine bloße Absicht bricht nicht das Fasten. Eine bloße Absicht bricht nicht das Fasten. Das heißt, egal, auch wenn jemand einen Teller vor sich hat mit Essen und gefastet und er sagt, ich esse das jetzt, und er ist sich zu hundertprozentig sicher, dass er dieses Essen isst, und jemand hält ihn im letzten Moment davon auf, trotz allem bricht sein Fasten nicht. Ja? Die Absicht genügt nicht, um das Fasten zu brechen. Zur nächsten Frage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich war gerade eben duschen und ich habe nicht aufgepasst, mir ist Wasser in die Nase gelaufen. Und somit habe ich gemerkt, dass Wasser runtergelaufen ist in meinen Rachen. Also ich habe gemerkt, dass ich Wasser geschluckt habe, aber es war ein Versehen. Meine Frage: Soll ich weiter fasten oder ist mein Fasten ungültig? Diese Frage ähnelt sich der ersten Frage. Wenn jemand, also er hat geduscht und er hat versehentlich Wasser geschluckt. Nicht vergesslich, nicht aus Vergesslichkeit. Es gibt einen Unterschied zwischen Vergesslichkeit. Ja, jemand hat vergessen, dass er fastet und er hat gegessen. Er hat vergessen, dass er fastet und er hat Wasser geschluckt. Und das eine ist versehentlich, aus Versehen. Er wusste, dass er fastet, aber es ist ein Fehler vorgekommen, er war nicht vorsichtig und es ist Wasser in seinen Rachen gegangen und er hat aus Versehen Wasser runtergeschluckt. Das ist ein anderes Thema. Hier handelt es sich darum, dass er aus Versehen, nicht aus Vergesslichkeit, aus Versehen etwas geschluckt hat.
Wenn man aus Versehen etwas schluckt, beziehungsweise zum Beispiel man putzt sich oder man spült den Mund aus beim Wudu und es geht ein Tropfen oder es geht etwas Wasser in den Rachen, in den Magen, also beziehungsweise man schluckt etwas Wasser und man weiß, man hat Wasser geschluckt. In diesem Fall bricht das Fasten, weil natürlich er weiß, dass er Wasser geschluckt hat und das Fasten bricht. Er wird zwar nicht sündig dafür, nicht unbedingt sündig dafür, weil es natürlich ein Versehen war. Jedoch bricht das Fasten und er muss diesen Tag nachfasten. Und dann fragt er, oder ist mein Fasten, das Fasten ist ungültig. Er muss den Tag nachfasten. Aber jetzt zur Frage, ob er weiß, dass er fasten sollte. Obwohl das Fasten ungültig ist, darf er trotzdem nicht essen und trinken und so weiter. Er darf er trotzdem nicht die Sachen tun, die er normalerweise beim Fasten nicht tun sollte. Er darf trotzdem die Sachen weiterhin bis zur Fastenöffnungszeit nicht tun, aus dem Respekt gegenüber dem Monat Ramadans. Das ist auch sehr wichtig, dass man das nicht vergisst. Zur nächsten Frage. Darf man Parfüm benutzen, während man fastet? Ja, darf man. Danach, zur nächsten Frage. Darf man das Essen während dem Kochen probieren, weil das in Tunesien einige machen? Okay. Das Essen probieren. Wenn jemand etwas Essen in seinen Mund tut, danach ausspuckt, Nummer eins, das Fasten bricht nicht, solange nichts geschluckt wird. Das Fasten bricht nicht. Jedoch ist es Makruh, es ist unerwünscht, etwas, was einen Geschmack hat, ja, in seinen Mund zu tun, ja, Essen in seinen Mund zu tun, grundlos, ist es Makruh, Essen in seinen Mund zu tun. Denn es geht gegen den Sinn vom Fasten. Das Fasten ist, sich vom Essen, Trinken fernzuhalten. Und diese Person tut Essen in den Mund, ja, und schmeckt das Essen. Etwas zu schmecken, zu kosten, ist unerwünscht. Jedoch haben unsere Fuqaha, die Großgelehrten, die Juristen haben die Mas'ala erwähnt. Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau kocht und sie die Gefahr besteht, dass wenn das Essen nicht gut schmeckt, eben sozusagen zu Hause Unruhe entsteht, dass sie in diesem Fall, dass es für sie nicht makruh ist, das Essen zu kosten, sozusagen den Salz, das Salz im Essen zu kosten. Natürlich darf sie nicht schlucken, muss es kosten und sofort wieder ausspucken bzw. den Mund ausspülen. Also das Fasten würde nicht brechen, tun sollte man es nicht, außer es gibt einen bestimmten Grund, wie zum Beispiel den Grund, den ich genannt habe. Zur nächsten Frage. Assalamu alaikum, Sheikh, wenn man fastet und im Schlaf, im Traum kommt, ja, er meint ejakuliert, ohne dass man es will, ist das Fasten ungültig. Okay, fangen wir mit dieser Frage an. Man ist beim Fasten, man ejakuliert im Schlaf. Ja, nee, warum? Weil wegen einem feuchten Traum, das Fasten bricht nicht. Ja, das heißt, das Fasten bleibt weiterhin gültig in diesem Fall. Und wie muss man Ghusl machen? Weil man muss ja gurgeln und das Wasser tief in die Nase ziehen. Ja, nee, wie sollte man sozusagen Ghusl machen? Zu dieser Frage, man sollte Ghusl machen, aber wenn es dann um das Mund und die Nase ausspülen, wenn es sich darum handelt, also wenn man den Mund ausspült und die Nase ausspült, da sollte man aufpassen, dass man nicht zu tief ausspült, beziehungsweise den Mund nicht so tief ausspült, dass eine Gefahr besteht, dass etwas in den Rachen fließt. Man sollte auch nicht die Nase so tief ausspülen, dass eine Gefahr besteht, dass etwas sozusagen, sozusagen verschluckt wird, beziehungsweise durch die Nase in den Rachen gerät. So, da sollte man aufpassen, beziehungsweise man sollte kein Mubalara machen. Man sollte nicht, würde man das jetzt übersetzen, Mubalara. Man sollte nicht übertreiben. Man sollte jetzt nicht sozusagen zu tief die Nase oder den Mund ausspülen, sondern es würde auch genügen, wenn man den Mund einfach gründlich ausspült und die Nase gründlich ausspült, aber nicht zu tief geht. Sobald man merkt, dass es zu tief, das muss jeder für sich individuell entscheiden, ist der Ghusl trotzdem während der Fastenzeit gültig. Also während dem Fasten.
Darauf sollte man aufpassen. Man sollte nicht zu tief gehen. Normalerweise im Russland, was machen wir? Wir googeln und wir ziehen das Wasser ziemlich hoch in die Nase und spülen die Nase aus. Und da kommt es auch oft vor, dass das Wasser dann wirklich auch in den Rachen fließt. So weit sollte man das nicht machen. Man sollte sicherstellen, nur so weit zu gehen, wie man sich sicher ist, dass das Fasten, inshallah, nicht bricht. Assalamu alaikum. Zur nächsten Frage. Assalamu alaikum. Ist das Fasten gebrochen, wenn man mit einer fremden Frau gekuschelt hat und dabei Lusttropfen rauskamen? Gut. Natürlich ist das selbstverständlich, ist das Kuscheln mit einer fremden Frau, wie auch alle anderen Arten von Beziehungen, Haram-Beziehungen, natürlich eine große Sünde und man sollte Taube machen, insbesondere im Monat Ramadan sollte man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten und diesen Monat ja, sozusagen dafür nutzen, von solchen Sünden und solchen Gewohnheiten abzukommen. Das ist natürlich selbstverständlich. Aber ob das Fasten bricht, bei Lusttröpfchen bricht das Fasten nicht. Ja? Auch wenn in diesem Kontext dabei rauskommen, während man so eine Sünde begeht, bricht das Fasten trotzdem bei Lusttröpfchen nicht. Nächste Frage: Darf man Asthma-Spray benutzen während Fastenzeit? Okay. Darf man es benutzen? Je nachdem. In einem Notfall darf man es benutzen. Aber im Allgemeinfall darf man es nicht benutzen. Yani, wenn man es benutzt, bricht das Fasten. Bei einem Asthma-Spray. Wenn ich Suhoor verschlafe und nach Fajr aufstehe, bis wann darf ich meine Niyya machen? Bis wie viel Uhr? Wenn ich Suhoor verschlafe und nach Fajr aufstehe, bis wann darf ich meine Niyya machen? Bis wie viel Uhr? Okay. Okay, hier ist die Mas'ala bezüglich der Absicht. Der Fragesteller sagt, er steht auf, er verschläft Fajr und er steht sozusagen tagsüber auf. Natürlich hat der Fastentag schon begonnen, seit der Anfangszeit von Fajr. Darf er jetzt immer noch die Niyya machen? Wenn ja, bis wie viel Uhr? Da ist es, in dieser Mas'ala ist es so, in dieser Frage, also da ist es so, dass die Niyya bis zum Mittelpunkt des islamischen Tages gemacht werden kann. Was man Nisfun Nahar und Dhuhratul Kubra nennt. Das ist der genaue Mittelpunkt des Tages. Beziehungsweise der islamische Tag beginnt in einfachen Worten zur Anfangszeit von Fajr und endet zur Anfangszeit von Maghrib. Ja? Um das leicht zu verstehen. Und der genaue Mittelpunkt, zeitlich gesehen, ist der Mittelpunkt des islamischen Tages. Bis dahin kann die Absicht gemacht werden. Beziehungsweise nehmen wir als Beispiel, nehmen wir an, zwischen der Anfangszeit von Fajr und zwischen der Anfangszeit von Maghrib sind 10 Stunden, dann darf die Absicht bis zur fünften, Stunde gemacht werden. Das heißt, bis kurz vor der Mitte, bis kurz vor dem Mittelpunkt des Tages. Wenn aber jedoch eine Person so lang verschläft, dass der größte Teil des Tages oder die Hälfte, die genaue Hälfte oder mehr als die Hälfte des islamischen Tages vergangen ist und er jetzt die Absicht machen möchte, dann geht das nicht, weil der größte Teil des Tages ohne eine Absicht schon vergangen ist. Und da kann man keine Absicht mehr für dieses Fasten machen. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Bis wie viel Uhr? Ja, bis wie viel Uhr kann ich jetzt nicht sagen, weil natürlich in verschiedenen Städten wie auch verschiedenen Ländern die Suhoorzeit und natürlich auch nach verschiedenen Berechnungen die Suhoorzeit und die Suhoorzeit sich natürlich auch verändert. Und natürlich die Maghrib-Zeit bezüglich, wann Sonnenuntergang ist natürlich sich auch entsprechend dem Ort verändert und deswegen kann ich das nicht sagen, aber ich denke, jeder kann das für sich dann ausrechnen. Das heißt, wenn jetzt angenommen, nur als Beispiel, wenn jetzt die Fajr-Zeit um 3 beginnt und Maghrib um 6 beginnt, dann einfach die Stunden ausrechnen, wie viele Stunden haben wir dazwischen? Genau der Mittelpunkt, genau die Mitte ist Dhuhratul Kubra Nisfun Nahar al-Shar'i, ist der Mittelpunkt des islamischen Tages. Davor muss die Absicht gemacht werden, dann ist sie gültig. Wenn die Absicht des Fastens danach gemacht wird, ist das Fasten nicht mehr gültig. Gut. Natürlich kann die Absicht nur dann gemacht werden, wenn noch nichts vorgekommen ist während dem Tag, was das Fasten brechen würde. Beziehungsweise wenn jemand verschläft, aufsteht, etwas isst und dann die Absicht macht, dann ist es logisch,
dass er diese Absicht nicht mehr machen kann, da er während dem Fastentag schon etwas gegessen hat. Oder wenn er zum Beispiel etwas anderes tut, was sein Fasten, wenn er fasten würde, brechen würde. Das heißt, er kann diese Absicht auch nur dann noch bis zur, yani, bis zum Mittelpunkt des Tages machen, wenn er davor noch nichts gemacht hat, was sein Fasten brechen würde. Zur nächsten Frage. Und geht mein Fasten verloren, wenn ich mittags einen Schlaf halte und dann durch einen feuchten Traum Samenflüssigkeit verliere? Ich glaube, eine ähnliche Frage hatten wir schon. Durch einen feuchten Traum bricht das Fasten nicht, egal ob Lusttröpfchen, Samenerguss, ist egal. Das Fasten bricht nicht. Natürlich muss man Russel machen und so weiter. Und wie man Russel macht, ja, ne, beziehungsweise dass man bei dem Nasen ausspülen und Mund ausspülen, nämlich vorsichtig ist, das haben wir schon besprochen. Aber das Fasten bricht nicht. Wie können wir in dieser Zeit, wo die Moscheen zu sind, Ramadan genießen? Ja, gute Frage. Ich glaube, Ramadan, natürlich genießt man Ramadan, weil es ein gesegneter Monat ist, aber warum genießen wir Ramadan? Wir genießen Ramadan, weil es uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt. Und ein Ziel von Ramadan ist, Gottesfurcht zu verinnerlichen. Ja, ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alalladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns in diesem Vers, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns das Fasten verpflichtet hat, damit wir Gottesfurcht in unser Yani verinnerlichen. Somit ist das Ziel des Fastens Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht? Gottesfurcht ist für Allah subhanahu wa ta'ala das tun, was er von uns möchte, und für Allah subhanahu wa ta'ala, in anderen Worten, das zu unterlassen, was er uns verboten hat. Das ist Gottesfurcht. Und während wir fasten, subhanallah, wir wollen essen, wir wollen trinken, wir haben Hunger, wir haben Durst, wir haben andere Bedürfnisse, aber wir begrenzen unsere Gelüste. Für wen? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, das Fasten ist wie ein Trainingsprogramm, unseren Nafs zu unterdrücken, unsere Gelüste zu unterdrücken und zu lernen, Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber unseren Gelüsten sozusagen zu gehorchen. Dass wir auf Allah gehorchen, auch wenn unsere Gelüste etwas anderes möchten. Ja? Und weil während dem Ramadan wir dieses, eine Art Trainingsprogramm auch, Alhamdulillah, alle genießen dürfen, beziehungsweise wir alle es schaffen oder die meisten von uns es schaffen, unseren Nafs zu unterdrücken. Auch wenn wir essen wollen, wenn wir trinken wollen, wenn wir andere Gelüste haben, wir schaffen es, unseren Nafs zu unterdrücken. Dies ermöglicht uns, eine gewisse Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzubauen. Die Taqwa ist eine gewisse Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Nähe aufzubauen, sollte der Genuss eines Gläubigen sein. Das heißt, was ich empfehlen würde, jetzt natürlich, wo die Massage zu sind und so weiter, kann es sein, dass wir nicht so eine schöne Atmosphäre genießen können, wie wir sie normalerweise in Ramadan haben, weil wir natürlich die Massage während den Gebeten gefüllt sind und jetzt leider wir diese ganzen Sachen nicht genießen können. Trotz allem würde ich empfehlen, dass man zu Hause sein Schlafzimmer oder sein Wohnzimmer oder wo man eben normalerweise Ibadah macht, als Familie diesen Platz sozusagen aufräumt, säubert, schön, yani, sozusagen verschönert und sozusagen sich um diesen Platz so kümmert, dass es ein schöner, sauberer und gut riechender, zu einem gut riechenden Platz wird, sodass man sozusagen diesen Platz festlegt, dass wir inshallah als Familie an diesem Platz Ibadah machen werden. Sozusagen sollte man zu Hause versuchen, das, was man in der Masjid gemacht hätte, egal ob Koran rezitieren, egal ob Salatul Tarawih beten, egal ob die normalen Gebete gemeinschaftlich zu beten, all diese Sachen, die man normalerweise hätte gemacht in der Masjid, all diese Sachen soll man anfangen, natürlich bei sich zu Hause an einem gewissen Platz zu machen, wo dann inshallah auch jeder in der Familie teilnehmen kann. Und diese Ibadat sollte man als Familie inshallah machen. Und das wird inshallah eine sehr, sehr gute, positive Atmosphäre mit nach Hause bringen. Das würde ich an erster Stelle empfehlen. Und das wird inshallah eine Art Atmosphäre nach Hause bringen, die sehr, sehr wichtig ist natürlich. Und an zweiter Stelle, wie ich davor schon indirekt gesagt habe, einen Monat zu genießen ist
Allah subhanahu, yani den Monat Ramadan zu genießen ist, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und da wir sowieso schon lernen, unseren Nafs zu unterdrücken, ist das die perfekte Möglichkeit, uns Allah noch mehr zu nähren, beziehungsweise die Sünden, die uns von Allah subhanahu wa ta'ala und die Schwächen, die uns von Allah subhanahu wa ta'ala fernhalten, diese zu, yani, uns von diesen Schwächen zu trennen. Weil wie unser Iman sowieso in diesem Monat stärker ist, unser Nafs unterdrückt ist, wird es uns besonders leicht fallen, uns von Sünden zu trennen. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Ramadan ist der Monat, der eine, yani, meiner Erfahrung nach, ein sehr schöner Monat und ein sehr guter Monat, eine sehr gute Möglichkeit ist, die Sünden zu verlassen, bei der man sich wirklich schwer tut, beziehungsweise die man nicht verlassen kann. Man sollte sich diesen Monat nehmen, um die Sünden eins nach dem anderen zu verlassen, bei denen man sich schwer tut. Das ist meine Nasiha für diesen Ramadan. Und allgemein noch eine Sache, die man hinzufügen kann, da jetzt natürlich die Türen zur Masjid leider geschlossen sind, würde ich auch empfehlen, dass man versucht, sich Ziele zu setzen. Natürlich auch spirituelle Ziele während diesem Ramadan, aber auch Ziele vom Wissensstand her, beziehungsweise islamischen Wissen, im Dien Ziele setzt, vom Wissensstand her. Beziehungsweise jetzt hat man die Möglichkeit, Alhamdulillah, es gibt viele Möglichkeiten, jetzt in diesem Monat, wo wir sowieso zu Hause sind, auch vielleicht mehr Zeit haben zu Hause, Wissen zu sammeln, nach Wissen zu streben, Allah subhanahu wa ta'ala auch durch Wissen näher zu kommen. Yani die ganzen Fragen, die wir bis jetzt hatten, sozusagen jetzt beantwortet zu bekommen. Sozusagen, dass wir versuchen, inshallah uns, wenn die Möglichkeit besteht, sozusagen uns bei an Unterrichten teilzunehmen, inshallah sich Doros anzuhören, Vorträge anzuhören und sozusagen so viel Wissen zu sammeln in diesem Monat wie möglich. Weil Alhamdulillah, ich persönlich sehe jetzt auch bei mir, da ich in diesem Monat eher auch zu Hause bin, habe ich die Möglichkeit, mehr zu studieren, ich habe die Möglichkeit, mehr zu schreiben, ich habe die Möglichkeit, mehr sozusagen auch sozusagen im Wissensbereich für den Dien zu arbeiten. Und das ist eine große Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns in dieser heutigen Zeit auch das Internet gegeben hat, wenn wir das Internet richtig nutzen, beziehungsweise das Internet ist, hätten wir kein Internet, wären wir zu Hause. Ja, und hätten nicht mehr viel machen können. Aber jetzt mit dem Internet, wenn wir das Internet gut nutzen, inshallah, dann ist dieses Internet für uns eine Ni'ma, eine Gnade. Und wir können mit diesem Internet an all das Wissen rankommen. Wir können durch dieses Internet profitieren, islamisch gesehen, Wissen sammeln und natürlich auch Wissen weitergeben, beziehungsweise inshallah an uns selbst arbeiten und dann inshallah, nachdem wir das Wissen gesammelt haben, auch versuchen, Positives in der Umgebung zu verbreiten, inshallah. Und das war, glaube ich, die letzte Frage für heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen ermöglichen das Beste aus dem Ramadan zu machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Fasten, unser Ramadan annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglichen, ihm näher zu kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglichen, nach Wissen zu suchen, nach Wissen zu streben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Aufrichtigkeit geben in all dem, was wir sagen, in dem, was wir tun. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.